Ja, hi ho, und damit willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben mit dem Mod Die Nichts zu Rückkehr. plündern. So, okay. Ich erinnere mich, wir haben letztes Mal hier ein paar Viecher geplättet, sind ein bisschen von unserem eigentlichen Ziel abgekommen, glaube ich. Aber das ist nicht so schlimm. Da sind wir wieder schnell drin, glaube ich. Wir spähen jetzt noch hier ein bisschen rum, ob wir noch was finden zum Killen. Ja gut, was heißt eigentlich vom Weg abgekommen? Stimmt eigentlich gar nicht. Wir hatten ja gesagt, wir werden noch ein bisschen hier uns drum kümmern, um die Viecher. Dass die mal ein bisschen wegkommen. Jetzt muss ich mal nochmal gucken, was hier hinten los ist. Oh, da habe ich sogar zwei Wölfe vergessen. Zwei offensichtliche Wölfe. Keine Ahnung. Dann wird hier wahrscheinlich noch mehr kommen. Das überprüfen wir gleich mal. Okay, hier komme ich irgendwie ziemlich schlecht hoch gerade. Was wollt ihr eigentlich? Da ist nichts zu holen. Erst hier Nichts groß zu plündern. Rambazamba machen und dann hier rumjaulen. Das haben wir gern. So, da haben wir einen Keiler. Damn. Da ist nichts Also zu man holen. kommt sich ja schon ein bisschen vor wie ein Gott irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja, das hat was. Ach, was denn das war, gell? Ja. Ich glaube, die Zeit, wo wir vor Wagen Schiss haben, die ist jetzt endgültig auch rum. Wir haben gerade 7 Waage auf einmal platt gemacht. Da ist nichts zu holen. Oder lass es 6 sein, ist egal. Da ist nichts zu holen. Ich glaube, wir wären Da sogar ist mit nichts zu 20 holen. fertig geworden. Ja, ich fühle mich richtig stark hier. Oder wir fühlen uns richtig stark. Ich muss ja immer hier im Plural ein bisschen reden. Sonst schließe ich euch da so ein bisschen aus. Wir spielen das ja zusammen durch schließlich. Ach ja, warum denn nicht? Lass uns ein paar Orks platt machen. Au, das sind Schützen. Ja, gerade hatten wir es noch hier von wegen Schiss haben und so. Wow. Der hätte uns jetzt gerade beinahe den Rest gegeben. Es sind aber nur diese Schützen wieder. Wir haben 31 Lebenspunkte von 2270. Das ist gerade mal etwas über 1%. Deswegen wird auch am Lebenspunktebalken nichts mehr angezeigt. Ich glaube, wir heilen uns mal besser. Ich glaube, wir brauchen mittlerweile schon dreimal Heilung. Dreimal Vollheilung! Ich erwähne das mal an dieser Stelle. Eine Vollheilung macht 1000 Punkte. Also wer jetzt sagt, wir hätten keine Lebenspunkte, da stimmt, mit dem stimmt irgendwas nicht. Weiß auch Nichts zu nicht. plündern. Da ist nichts zu Oder holen. habt ihr alle gar nichts dabei? Das Nichts ist so zu holen. langweilig. Nichts zu holen. Komm, laber nicht rum. Da ist nichts zu holen. So. Aber ich glaube, ich habe hier drüben noch ein paar Wargse gehört. Das machen wir auch noch schnell. Ach ja, wieder so ein Sechserpack. Schön ans. Wahrscheinlich, ja klar, ich weiß, warum das so viele sind. Ich war im ersten und zweiten Kapitel ja hier überhaupt nicht, weil die mir doch. Da waren sie mir noch ein bisschen zu Da ist stark. nichts zu holen. Nichts Aber zu man holen. sieht es auch recht gut. Da An ist nichts zu holen. manchen Stellen, wo ich gar nicht Nichts zu war, plündern. da ist jetzt eine ganze Da ist Armee nichts von zu holen. Biestern. So, und warte, eins habe ich noch nicht erwischt, den hier. Eine ganze Armee von Biestern wartet auf uns. So, hier muss ich wieder aufpassen. Wieder Orks. Orkse, Orkse. Und Feldräuber leben hier sogar noch. Okay. Ah, wir machen alles platt. So, ihr seid Drachensnapper. Euch kann ich machen. Wie der Herr Ork doch grundsätzlich erstmal ignoriert wird von uns. Da Ziemlich ist nichts nice, zu echt. Oh, die holen. arme Nichts zu Ratte hat es nicht plündern. überlebt. So, überall totes Getier hier. Da ist nichts zu holen. Ja, wie oft haben wir den Spruch schon gehört? Da ist nichts zu holen. Und jedes Mal hole ich was Neues raus aus den Biestern. So, wir steigen auch bald schon wieder. Diese 24.000 Punkte sind schnell geholt. Und da sind schon wieder Snapper. Also, ich muss schon sagen, das läuft hier und. Oh, wow, jetzt muss ich gucken. Da ist der Schütze. Der muss weg. Bis der Ork sich. Oh, da ist noch ein Schütze. Das hat man gerade gemerkt. Der hat gerade so irgendwie unseren Feldräuber weggeschossen. Pass mal auf, für den springe ich gleich rein jetzt. Oh, das wird knapp, das wird knapp.
Sonst werden jetzt noch ein paar Waage hier auch noch kommen. Erstmal hier ein bisschen freie Fläche schaffen. Wir kriegen das alles gebacken hier, kein Problem. So, alles geschafft. Wir selber leben noch. Und vor uns nur noch ein Feld des Gemetzels hier. Und ihr seht schon, jetzt brauchen wir gar nicht mehr so viel. So, wir fangen mal wieder oben an zu speichern. So wie immer. Da hinten höre ich entweder Keiler oder Motors oder Snapper sogar, ja. So, das dürfte gewesen sein. So, jetzt passen wir auf, hier haben wir den Schützen. Das war der Schütze. Seine Armbrust. Wo ist die hingefallen? Gibt's keine, okay. So, dann haben wir hier noch. Da ist eine. Nichts zu holen. Und jetzt in dem ganzen Pulk, das war ein Drachensnapper. Da ist der zweite nichts und ich glaube ein Feldräuber war es hier, nichts oder? Zu holen. Ja. Denn das war ein normaler Ork. Oh, da hinten ist auch noch allerlei Gewürm hier. Weiß gar nicht, wo ich das alles. Oh Leute, warum sind das denn so viele? Naja, gehen wir es an, sonst schaffen wir es nicht. Der Held dreht sich mal wieder statt zu schlagen und dann freest gleich die Taste wieder. Aber das Thema hatte ich schon im Gothic 1 Let's Play auch schon wieder gehabt mit meiner super tollen Tastatur. Oh, für die Berserker brauche ich sogar noch zwei Hiebe. Das ist ja fatal, da muss ich dringend wieder was in Stärke investieren. Und hier sehr schön eine Drachenwurzel. Die habe ich nämlich eigentlich auch gesucht hier draußen. Na, was ist denn? Ich muss jetzt nicht meinen Bogen rauspacken wegen euch, oder? So. Wo wölfelt's hier noch? Ach, es wagt. Na dann. Jetzt haben die Wargse schon wieder meine Motorrads platt gemacht. Also irgendwann bringe ich euch um. Ups, ist das schon passiert. Tut mir leid. Nichts zu holen. Ja, ist doch gut. Nichts zu plündern. Nichts Ach, zu ich muss diesen Spruch mal abstellen irgendwie. Da muss ist doch nichts gehen. Zu holen. So. Jetzt erstmal einen halben Kilometer in die andere Richtung laufen, um zu meinen anderen erlegten Biestern zu kommen. Aber schade, dass die Berserker keinen wertvollen Gegenstand dabei haben oder so. Das haben nur die Waldgoblins. Die haben die Goblinbeere bei sich. Aber ansonsten gibt es hier nichts Besonderes. Ja, muss ja auch nicht immer. Muss ja auch nicht immer. So, waren das alle? Dann noch schnell die Drachenwurzel geholt. Kurz drüber gespeichert. Und weiter geht's. Ich weiß, wir müssen eigentlich in die andere Richtung, nur ich will jetzt hier erstmal gucken. Da hab's doch gewusst, dass da noch was ist. Da haben wir einen kleinen Warg und hier müsste auch irgendwo noch die Stelle sein. Mit den Untoten, genau. Da müssen wir auch noch hin. Und dann machen wir das die westlichen Klippen nochmal kurz. Schauen wir erstmal kurz hier hoch. Ah, hab's doch gewusst, dass hier wieder was gibt. Da sind wieder Blutfliegen entstanden. Und sogar die Scavenger sind wieder da. Aber es sind diesmal alte Scavenger. Man könnte fast meinen, wir hätten die vergessen. Und nichts die sind in der Zeit gealtert. Da ist nichts zu holen. Aber ich glaube nicht, dass ich die vergessen habe. Die haben wir auf jeden Fall erledigt. So, wo ist denn hier? Wo sind die toten Blutfliegen? Da und hier wieder sehr schön wieder ein Pilz gespawnt. Muss so sein. Ich habe alles aufgesammelt hier. Und wieder eine Pflanze. So, aber eigentlich will ich hier jetzt gar nicht hin, denn es ist mir schon wieder zu weit eigentlich und deswegen drei Biestern jetzt oder so. Oh, wir können mal kurz mit Nick noch, mit Niklas noch ein kleines Plauderchen halten. Ah, alter Scavenger, sag ich doch. So. Okay, nein, gut, da wollen wir nichts machen. Wir sind auch schon im Bogen, Schütze noch, aber das, ja, ich glaube nicht, dass das jetzt was ausmacht. Ob er sich jetzt hinkniet beim Bogenschießen oder nicht. Vielleicht doch, aber
Mal nichts gucken. Zu holen. Vielleicht bin ich ja lustig und lerne die Punkte sogar noch. Vielleicht habe ich auch irgendeine Steintafel dabei, die dasselbe macht. Nee, macht sie nicht. Schade. Oh, wir wollten die Fackeln noch ein bisschen hinlegen. Da habe ich mir überlegt, da werden wir irgendwo ein schönes Muster hinlegen. Wo wir oft vorbeilaufen. Wahrscheinlich in Kurines selber. Werden wir ein schönes Muster auf den Weg irgendwo hinlegen. Und dann mal gucken, was daraus wird. Ob das wirklich bis ganz zum Schluss liegen bleibt oder nicht. So. Da oben ist nichts mehr. Gut zu wissen. Da brauchen wir nicht mehr hin. So, okay. Machen wir erstmal nochmal. Ich probiere es trotzdem jetzt. Gucken mal, wie viele Lernpunkte das denn kostet. Ich meine, wir sind ja nicht gerade arm, was Lernpunkte angeht. Zeig mir den. Vielleicht kann er mir auch gar nichts mehr beibringen. 57 kostet 3. Kostet immer noch 3. So, kostet es jetzt immer noch 3. Ah, okay. Gut, dann mehr passt. Tricks. Kann ich. Ah, der kann nur bis 60. Okay, merken. Ich will trotz alledem will ich den Schub noch mitnehmen. Das heißt, wir gucken mal bei entweder Alfred. Dragomir kann, glaube ich, nur Armbrust beibringen. Müssen wir gucken, ob Alfred uns Bogenschießen beibringen kann. Auf jeden Fall will ich da, wenn dann über 60 gleich lernen. Dass es sich auch richtig lohnt. So, haben wir hier noch irgendwas? Ah ja. Grasland-Scavenger und hier ein Keiler. Und eine Pflanze, die wieder gespawnt ist. Da ist nichts. Bleibt dann mir nur zu hoffen, dass nicht hier diese Verditen wieder gespawnt sind. Was ist hier unten? Da war ich. Ich glaube, da war ich erst im dritten Kapitel wegen der Constantino-Gift-Quest. Oder war es im zweiten Kapitel? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Da ist nichts zu holen. Können ja mal gucken, wie es dem Check geht. Check it, check it, check it. Au, oh, bitte stürz nicht ab. Oh, gut, gut, gut. Wir sind erst bei 12 Minuten. Da darf man noch nicht abstürzen. Bei 30 kann er dann von mir es abkratzen. So, Jack, alles klar. Netten Turm hast du. Nicht wahr? Geh ruhig ganz nach oben und sieh dir den schönen Ausblick an, mein Junge. Fühl dich hier wie zu Hause. Danke. Ich hätte ja gesagt, ich penne kurz eine Runde, wenn ich mich hier wie zu Hause fühlen darf. Aber es ist noch nicht die Zeit zum Schlafen. Gucken, ob vielleicht hier sogar der wertvolle Dings wieder gespawnt ist. Oh, nee. Mist. Hier lag jetzt eine Drachenwurzel rum. Aber ich glaube, wir können... Ich sehe es schon hier unten. Das nehmen wir uns auch noch vor, die Strände nochmal zu säubern. Sprich, die drei Strände hier und diese Schatzinsel da hinten, die nehmen wir uns noch vor. Das schreibe ich mir jetzt gleich auf beim nächsten Speichern. So, haben wir hier vielleicht noch einen Schattenläufer drin? Ja, wir haben einen drin. Und jetzt ist er weg. Tut mir echt leid. Also das Vieh muss sich echt auch ziemlich blöd vorkommen. Es kommt so ein Mensch dahergelaufen. Der Schattenläufer macht seine Augen gerade auf, weil er gerade noch geschlafen hat. Und plötzlich kriegt er nur zwei Schwerthiebe und der verblutet in seinem eigenen Blut. Das ist natürlich sehr schade. Obwohl man eigentlich davon ausgeht, dass die Schattenläufer eins der stärksten Biester überhaupt sind, die es in der Gothic-Welt gibt. Die jetzt in der bloßen Natur auch sind. Ich rede gar nicht so wirklich von Belia-Kreaturen, wie zum Beispiel Dämonen oder Skelette, sondern es sind ja eigentlich, finde ich jetzt die Schattenläufer nicht ganz so von Belia. Das können wir denen nicht in die Schuhe schieben. Es sind halt einfach Viecher, die es gibt. Und die sind halt schon ziemlich mächtig, muss ich sagen. Aber gegen mich haben sie keine Chance. Und wieder Pflanzen respawnen. So. Ja, der gute Turm hier, wie auch immer der hier hingekommen ist. Das waren noch Zeiten, wo wir da angefangen haben, dieses Buch rauszuholen, das Necronomicon. Aber das habt ihr, glaube ich, nicht miterlebt, glaube ich. Das habe ich nicht mitgeschnitten. Das war schon vor der Let's Play-Zeit. Ich habe ja schon ein bisschen gespielt, so 20 Stunden oder so. Da war ich schon im Turm drin. Das war auch eine nette Aufgabe, weil du kommst hoch, aber nicht mehr runter. Das heißt, entweder holst du das Buch erst, wenn du die Runen hast, oder du versuchst irgendwie runterzuspringen. Es geht! Aber ich habe auch schon gemerkt, es hängt auch damit zusammen, was man gerade so für ein Grafikpack drauf hat. Denn wenn man irgendwie so ein spezielles
Texture Pack mit drauf hat, kann es sein, dass man diesen kleinen See, den es da noch gibt, wo man reinspringen muss, dass es den nicht gibt. Oder dass der verschoben ist oder wie auch immer. Oder zu klein, nicht tief genug. Dann schafft man es nämlich nicht runter. Aber ich habe ja damals zur Rückkehr angefangen ohne alles. Also nur die übersetzte deutsche Version. Ohne Texture Pack, ohne Sprachausgabe, diese Google Translator Sprachausgabe, alles. Ohne diesen Schriftpatch, der hier die Schrift so schön anhebt und dicker macht, größer macht. Da habe ich es geschafft, aber seitdem habe ich es auch nicht mehr geschafft. Also ich habe das mal ein paar Mal probiert. Ist halt blöd. Das heißt, Buch erst im dritten Kapitel, sozusagen. Oder wenn man davon ausgeht, man überlebt so einen Sturz, aber das, glaube ich, kann man niemals überleben. Bin mir auch gar nicht sicher, ob ich den Sturz jetzt überleben würde, trotz Akrobatik und über 2000 Lebenspunkte. Also ich bin mir nicht sicher, weil das ist schon extrem hoch. Und wenn der Held einmal fällt und an so einer Klippe aufkommt und dann weiterfällt, dann irgendwie addiert sich der Schaden oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das eine sehr böse Angelegenheit, wenn man da runterfällt. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Also ich würde es nicht testen. Habe ich auch keine Lust jetzt, zumal wir das hier sowieso nicht mehr müssen. Weil das Buch ist ja in unserem Besitz. So, jetzt sind wir hier endlich bei den westlichen Klippen. Mal gucken. Willst du hin? Hier ist mein Schwert. Quer. So. Ach, eigentlich wollte ich das Auge eh noch schnell heilen, aber das glaube ich. Ja, es ist schon noch einiges zu tun eigentlich, gell? Man glaubt das irgendwie gar nicht. Aber am Schluss braucht man doch länger, als man eigentlich vorsieht. Ich hatte eigentlich schwer damit gerechnet, dass ich irgendwann Part 201, 202 spätestens schon das Auge geheilt habe und wir schon im vierten Kapitel sind. Aber ihr seht ja, es ist nicht so einfach, wenn man wirklich alles erledigen will. Nichts zu plündern. Und das wollen wir ja auch nämlich stark an. Wir wollen ja wirklich mal hier einen Rekord schaffen, was den Level betrifft. Da würde ich schon sagen, da legen wir uns schon gut ins Zeug und nehmen halt alles mit, was geht. Denn so bald werde ich wahrscheinlich die Rückkehr nicht mehr durchspielen. Das heißt, ich werde sie jetzt sehr, sehr genau durchspielen und dann irgendwann wieder, wenn vielleicht mit 1.1, ich glaube aber eher nicht, eher dann irgendwann in ein paar Jahren, wenn dann 2.0 rauskommt. Dann eventuell wieder, aber ich glaube, nach diesem Let's Play reicht es mir dann auch wirklich. Erstmal mit die Rückkehr. Das war echt genug. Ja, das ist halt kein Rollenspiel, was man jetzt mal so kurz... wobei kurz auch eigentlich in Anführungsstrichen steht. In 40 Spielstunden oder 50 Spielstunden spielt man. Man braucht wirklich weit über 100. Gut, wir machen jetzt alles sehr genau. Ich rechne damit locker mit über 200 Spielstunden, die wir jetzt brauchen. Aber ich sag mal, man kann es auch in 120, 130 Spielstunden schaffen. Wie gesagt, ich bin am Schluss eigentlich nur noch, wenn überhaupt ich die Monster gekillt habe, habe ich sie nur noch umgehauen und gar nicht mehr ausgeraubt. Und ja, man weiß ja, wie das ist, wenn man hier im Let's Play ein bisschen labert, dann geht auch ein bisschen Zeit drauf. Und man muss ein bisschen was erklären und so. Und man lässt die Dialoge alle laufen. Das habe ich natürlich in meinem Durchspiel-Part nicht gemacht. Da habe ich die meisten Dialoge auch abgebrochen oder nur kurz überflogen. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Die Vanilla-Dialoge sowieso komplett. Die brauche ich mir ja gar nicht mehr anhören. Da ging das... Man merkt schon, dass da wirklich eine... eigentlich ziemlich viel Spielstunden auch dadurch verloren gehen. Jetzt muss ich hier doch runter. Ich muss das jetzt machen. Tut mir leid. Ja, man kann schon zwischen 5 und 10 Spielstunden oder so, vielleicht sogar noch mehr damit rechnen, dass das Verlust ist, wenn man jetzt diese ganzen Dialoge sich anhört. Da unten war übrigens die Steintafel gelegen, wisst ihr noch, damals? Die haben wir uns auch geholt. Oder haben wir die überhaupt geholt? Ah, ich denke schon. Ah, das ist aber das Problem, wir spielen schon so lange, ich kann mir da die einzelnen Sachen überhaupt nicht mehr richtig merken. Zumal ich ja auch nicht ständig spiele. Also es könnte auch sein, ich spiele mal eine Woche gar nicht oder so. Das ist auch schon mal vorgekommen. Meistens produziere ich so 2-3 Folgen vor und dann gönne ich mir wieder eine Pause. Und jetzt sieht man auch schön,
Also ich habe jetzt auch wirklich dank der Empfehlung diese Atmospheric Mod drauf und ich muss sagen, ja, sie gefällt mir. Danke nochmal für diesen schönen Tipp. Gefällt mir. Ich habe nur Angst, dass die sich mit dem Texture Pack nicht verträgt, aber scheint alles zu klappen. Hat er auch jetzt, seit ich die drauf habe, keinen Absturz. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Funktioniert gut. So, hier haben wir damals auch diesen Bossgegner gekillt. Ich weiß gar nicht, wie der nochmal hieß. Hat er einen ganz komischen Namen gehabt, das Viech. So, jetzt müssen wir nochmal speichern. So, dann rennen wir den Strand noch entlang. Da brauche ich mir das nämlich nicht mehr aufschreiben. Da haben wir das jetzt schon gemacht. So, du noch schnell und du. Nichts zu plündern. So. Dann gucken wir mal da noch. Dann landen wir sowieso wieder in Korinnes wahrscheinlich. Außer wir teleportieren uns natürlich gleich wieder weg. Aber ich schätze mal, wir haben es dann eigentlich so langsam. Wir machen nur noch die Geschichte mit der Schnapsbrennerei fertig. Das ist übrigens dieses Wasserloch, wo man vom Turm aus... Es sieht kurz aus, die Entfernung, aber man trifft es fast nicht. Also man hat echt Probleme, da überhaupt hinzukommen. Man muss da ganz blöd wegspringen. Ich kann euch das ja mal eigentlich zeigen. Komm, ihr habt das verpasst. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. Das gehört auch mit dazu. Ich finde das sehr, sehr nett eigentlich. Also ich glaube nicht, dass ich schon oben war. Ich hoffe mal nicht, dass ich es euch schon gezeigt habe. Sonst wird das jetzt an der Stelle wahrscheinlich Kopfschütteln und Hände zusammenklappen geben. Aber ich glaube es nicht. So, also wie gesagt, an dieser Stelle war der... Schattengolem, die ich mit einer Lichtspruchrolle praktisch zerstört habe. Dann geht hier das Tor auf. Man kann hineintreten. Hier lag so ein bisschen Krempel rum, ein Totenschädel lag rum. Oh, guck mal, ich habe hier... Hab ja sogar einen Lederbeutel vergessen, meine ich. Das ist schon eigentlich schlecht von mir gewesen. Dann lag hier noch ein bisschen Krempel drauf. Und dann sieht man hier diesen Teleporter. Man kommt nicht mehr zurück. Ah doch, man kommt sogar zurück. Aber wenn man jetzt hier hochgehen will, und das auch tut, so ist man hier oben. Hier war das Necronomicon drauf, auf diesem Podest hier. Und jetzt ist der Teleporter inaktiv. Das heißt, man kann hier nicht mehr weg. Die einzige Möglichkeit ist, in dieses Wasserloch runterzuspringen und die beste Position ist diese hier. Entweder war es die oder die hier, aber ich glaube, es war die hier. So, den man so runterspringt. Ich werde das jetzt mal versuchen, ob das sogar klappt bei mir. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich das überlebe. Wenn nicht, muss ich mich halt wegteleportieren, aber kein Thema. Wir haben ja die Runen. Also ich dann hier ohne, übrigens ohne Akrobatik auch noch. Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen weniger springen und dann muss man versuchen, dieses Wasserloch zu treffen. Ihr seht schon, das ist gar nicht so einfach. Wir haben es natürlich jetzt locker flockig überlebt. Aber wir haben 1000 Lebenspunkte verloren und das trotz Akrobatik und ich weiß nicht, ob der Rüstungswert auch noch eine Rolle spielt. Ich denke schon. Also wir wären auf jeden Fall mausetot im ersten Kapitel. Ja. So sieht's aus. Aber man sollte am besten Akrobatik schon gelernt haben, wenn man das macht. Denn... Ohne Akrobatik kommt man meistens gar nicht so weit. Wenn der Held springt, der nur so behäbig. Also der kann das ja nicht wirklich. Ich meine, gut, im echten Leben ist das schon ein Mordsprung, was er normal macht. Aber so ein Sprung ist natürlich um einiges weiter. Und dann wäre die Sache einfacher. Allerdings muss man ja am Anfang eh gut auf sein Gold, auf seine Lernpunkte achten. Deswegen ist da Akrobatik eigentlich nicht so wichtig zum Lernen. So, jetzt machen wir den Strand hier noch und die zwei anderen auch noch kurz. Ah, guck, da ist auch noch einer. Und da unten. Ah, haben sie keinen hingemacht. Also waren das jetzt hier weniger als sonst. So, dann springen wir mal einen Strand weiter. Jo! Oh, das würde ich jetzt auch gern machen. Ein bisschen planschen gehen eigentlich. Das wäre... Wasser ist echt eine coole Idee eigentlich, aber... Ach, man muss auch mal die Zeit finden dazu und so. Ist halt alles nicht so einfach. Oh! Ah, hoffentlich kommt er jetzt nicht ins Wasser. Na, das war wieder sehr schlau von mir. Die
Die sehen schon echt witzig aus, diese Biester. Jetzt ist er in mir drin. Naja, komm du an Land, dann werden wir schon sehen. Wem hier war es blüht. Ach komm, ich lasse dich noch an Land kommen. Komm her, komm her. Allah. So, haben die hier auch was hingepflatscht eigentlich? Nö, ich glaube nicht. Ist ja auch kein Wunder. Hier gibt es ja keine vorgesetzten Spawner. Da haben sich die Arbeit wahrscheinlich gespart. Und man merkt es auch ganz deutlich, dass sie immer dieselben Spawn-Punkte benutzen, um Viecher zu respawnen. Es ist halt schwer, einen neuen Spawn-Punkt zu machen, der ganz genau passt. Da muss man schon ein paar Mal wahrscheinlich nachgucken. Oder genau setzen. Nicht, dass der NPC oder das Viehzeug dann in der Luft hängt oder im Boden drin ist. Da nimmt man gern diese vorgesetzten Spawner. Aber ich meine, es ist ja einfach, in jedem Kapitel einfach mal herzugehen, die komplette Spawnliste zu kopieren und einfach nur die NPC-Namen zu ersetzen. Ich glaube, das ist schon eigentlich... Das mit dem Respawn ging eigentlich, glaube ich, ziemlich einfach, kann ich mir vorstellen. Das habe ich nämlich auch schon mal versucht. Oh, heute bin ich müde, ich weiß auch nicht. Das ist das Wetter. Immer alles aufs Wetter schieben, ja. So, dann schaffen wir jetzt wahrscheinlich gerade noch diese Insel. Und dann können wir noch das mit der Schnapsbrennerei ansprechen. Ich frage mich zwar, was ich da mit Vino sprechen soll. Aber wir werden schon sehen. So, hier nochmal ein schöner Sonnenuntergang. Die Sonne ist schon... Ich glaube, da hinten ist sie. Im Wasser sieht man sie hier. Das heißt, jetzt wird es gleich echt richtig dunkel hier. Also eigentlich müsste der Held ertrinken. Ich sehe ihn keine Luft holen. Er ist komplett unter Wasser eigentlich im Kopf. Aber das ist der Held nun mal. Er kann einfach alles. Okay. Aber ich meine, hier waren wir im dritten Kapitel schon. Ich glaube ja. Denn wir haben ja den Schlüssel von Hannah bekommen, wo da drin dieser Schatz noch liegt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass hier noch was dazugekommen ist. Ah, ja. Ja, ich glaube, hier waren wir schon. Okay, dann heißt das jetzt für uns, wir teleportieren uns kurz in die Hafenstadt. Bam. Oh, hier ist aber was los. Na komm, geh weg hier, ich brauche nicht. Alrik, willst du was von mir? Wie sieht's aus? Nein, willst du nochmal gegen mich antreten? Ich glaube, ich bin mittlerweile besser geworden. Und du glaubst im Ernst, dass ich nicht besser geworden bin, mein Freund? Also ich glaube, ja, das schreibe ich mir gleich mal auf. Bisschen Alrik auf die Fresse hauen, macht immer Spaß. Oh, leid. So. Alrik. Gut, das sollte reichen. Oh, das fängt zu regnen an. Eigentlich finde ich es sehr schön, den Regen in Gothic. Genau so, wie du sagst. Gefällt mir ziemlich gut. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Okay, dann lasst uns mal gucken, was wir hier noch so machen können jetzt. Wir werden jetzt mal mit Vino ein bisschen quatschen hier. Über seine geheime Schnapsbrennerei. Vino, Vino, wo bist du denn hier? Okay, das speichere ich mal ab. Vielleicht haben wir da mehrere Möglichkeiten wieder. Das ist schon lange nicht mehr gemacht. Weil die Quest bekommt man im normalen nach das Raben, glaub nur als Söldner, bin ich mir sicher. Oh. Und, wie sieht's bei dir aus? Überall stehen diese schwarzen Mistkerle. Man sollte ihnen die Kapuzen in den Rachen stopfen. Der hat aber auch irgendwie dieselbe Stimme wie Lobart hier. Ja, aber was ist denn jetzt mit der Schnapsbrennerei? Ich dachte, wir können da irgendwas machen. Ich wollte eigentlich mit Vino drüber reden. Na, egal. Ja, was soll ich denn hier eigentlich noch? Eigentlich nichts mehr. Okay, dann werden wir nächstes Mal das mal anpacken. Oder komm,
Komm, ich hatte eine Idee. Wo wir gerade hier noch so schön sind. Ich werde jetzt erstmal mich zur Hafenstadt teleportieren. Dann werden wir einmal eine Runde schlafen gehen. Und dann werden wir mal Alric nochmal kurz herausfordern. Das wäre so eine gute Idee, oder? So zum Abschluss. Alric ein bisschen aufs Maul hauen. Zieht sich ja so einiges. Warmes Schafsfell. Boah, mehr Ärger kann ich nicht. So, wann will der kämpfen? Ich glaube ab 11 Uhr nur. Dann machen wir... Nur noch mehr. Schlafen wir kurz mal bis 11 Uhr. Eigentlich gar nicht so mein Ding, muss ich sagen, bis 11 Uhr. Eigentlich müsste ich um 4 schon wieder aufstehen. Weil es da schön hell wird. Und ich mag Sonnenaufgänge. Oh. Aber heute bleiben wir mal länger liegen. Der Held hat sich's, denke ich mal, auch verdient. So 10 Uhr. Ich hoffe, dass ich... 10.30 Uhr, das ist gut. Habe ich noch ein bisschen Zeit, mich vorzubereiten. Und vielleicht noch ein bisschen Geld zu kassieren hier. Von Cardiff. Hey. Wie sieht's mit meiner Bezahlung aus? Natürlich, mein Freund. Hier, nimm deinen Anteil. Danke. Oh, wieder 100 Goldstücke. Dürfen wir bald die 100.000 schaffen. So, okay. Hey, du. Hast du noch was zu sagen, Laris? Nee. Oder gibt's was Neues vielleicht? Gibt's was Neues? Für die besten Nachrichten bist du ja selbst verantwortlich. Bennett haben sie wieder laufen lassen. Er ist schon wieder auf dem Hof. Geh mal hin, ich denke, er will sich auch noch selbst bei dir bedanken. Das hat er getan, das hat er. Und ich glaube, wir müssen sogar noch das Auge Inners von ihm abholen. Bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Jetzt erstmal hier ein bisschen Gold aufmachen noch, bis es zum Kampf kommt. Von mir erfährt keiner was. Was zum Geier. Ah, das muss auch durch den Texture Pack kommen hier. Normal sind die klein und ganz schwarz. Die sind jetzt hier, sehen anders aus. Haben wir denn noch ein paar Lederbeutel? Ah, wir wollten das Muster auch noch legen. Das muss ich auch noch machen. Ich glaube, das können wir jetzt noch schnell machen. Wir legen hier mal so ein Kreuz hin. Ich glaube, das kommt ziemlich cool. Mal probieren. Sind die Fackeln auch wieder komplett woanders, oder? So, laufen wir einen Schritt zurück. Legen die nächste Fackel. Laufen wieder einen Schritt zurück. Legen die nächste Fackel. Laufen wir einen Schritt zurück. Und so machen wir das jetzt mal ein bisschen. Ich habe es selbst erlebt. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen habe. Ach, scheiße. Boah. So, wo bin ich schon? Ah, noch ein bisschen geht. Man erzählt dir doch nichts Neues. Ach. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Er redet einfach zu viel. Einen noch? Der erzähle ich gar nichts mehr. So, und jetzt machen wir dasselbe hier noch. Der erzähle ich gar nichts. So, ich hoffe, dass ich es richtig gemacht habe. Von selbst ist er nicht darauf gekommen. Wenn nicht, ist es eh egal. Das ist einfach nur so. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? Weil diese Fackeln haben halt keinen Nutzen, muss man dazu sagen. Also man kann die nicht benutzen. Die brennen irgendwie schon. Ich weiß auch nicht, warum die im Inventar haben. Keine Ahnung. Warum der das gehabt hat, der Asmal. So. Er arbeitet auf den ganzen. So, jetzt ein schönes Kreuz hier, oder? Ich hab was anderes gehört. Wir können es noch ein bisschen größer machen an der Stelle. Wenn ich jetzt natürlich richtig treffe, das ist die Frage. Dass das noch gut aussieht. Na, das gefällt mir nicht so. Machen wir nochmal. Das muss richtig schön passen, finde ich. Wir machen es mal so. Ja. Können wir hier unten noch eine hinzufügen? Das habe ich schon immer gesagt. Probieren wir es mal so. Oh, der war richtig schlecht gerade. Der war richtig schlecht, war der. Machen wir es so. Ach, guck, wenn man die aufsammelt, sind die entweder verschwunden oder an einer anderen Stelle, oder? Ah, okay, sie kommen hier oben hin. Ja, ich würde sagen, wir lassen es so gut sein und stopfen den Rest in unsere Truhe. Aber bin mal gespannt, wie lange das hier so liegen bleibt. Ich glaube, wann diese Items removed werden, aber ich glaube, die bleiben wirklich liegen. Aber das nervt mich einfach mit diesen Fackeln jetzt. Das muss nicht sein, dass die im Inventar sind. Oh, hier haben wir auch noch ein paar spezielle Waffen. Und natürlich diese Tränke noch. Richtig. Oh, das ist auch schon ewig her eigentlich, gell? Das ist ja ewig schon her, diese gecheateten, diese Backtränke. Und der gute alte Stab, den wir hier haben. Und lauter Schwerter. Und da haben wir auch Uri-Ziele, was jetzt hier verstaubt.
Wir haben uns solche Arbeit gemacht, das Urizil zu holen, und jetzt verstaubt es einfach nur noch. Es ist traurig eigentlich. Na gut, okay. Wir laufen nochmal kurz hier vorbei, um zu gucken, ob alles paletti ist. Ja, sieht doch gut aus. Wunderbar. So. Dann fordern wir Alred noch kurz zum Kampf heraus. Aber ich schätze mal, das ist ein Kampf, der nur eine Sekunde dauern wird. Wahrscheinlich werden wir ihn mit ein, zwei Schlägen niederstrecken. Okay, du hast es nicht anders gewollt, Alric. Ah, ich höre auch schon hier in Extremo wieder spielen. Ich will gegen dich kämpfen. Hast du die 50 Goldstücke? Na klaro. Hier sind sie. Wir haben einen neuen Herausforderer. Die Wetten sind platziert. Bist du bereit? Klaro. Komm her. Dann lass... Okay, wir haben drei Schläge gebraucht. Ich gebe es zu. So, was hat er denn im Inventar? Sein Wacholder nehme ich mir. Ja, Leute, okay. Damit sage ich dann Tschüss und... Ja, wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Part. Wenn wir dann endlich das Auge Innos heilen. Genau, ich könnte noch schnell nachgucken, ob ich es dabei habe, aber ich glaube, ich habe es noch auf Onas Hof. Ja. Oh, mein Chef. Müssen wir erstmal kurz abholen, aber dann können wir es heilen endlich. Mann, oh Mann, du hast ja einen ganz schönen Schlag drauf. Hier sind deine 100 Goldstücke. Du hast sie dir verdient. Yep. Können wir ja im 5. Kapitel nochmal machen oder im 4. Und damit tschüss.